Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ich schau mal eben. Wir haben in der letzten, genau, ich hatte es mir extra noch reingetan. Wir hatten nämlich in der letzten Folge gesagt, dass wir unten auf der Karte mal gucken wollten. Das war so ungefähr hier, glaube ich. Dass wir da mal gucken wollten. Ich hoffe, den Hühnern geht's gut. Wo ist mein zweites Huhn? Ich bin jetzt gerade etwas abgelenkt. Es tut mir leid, aber wo ist das Huhn hin? Huhn 1. Ah, ich glaube, unsere Felder müssen wir auch gerade nicht machen. Das ist schon mal gut. Ach, da ist Huhn 2. Ach, ich dachte schon. Ach, das hat aber auch so eine Tarnfarbe irgendwie. Dass man das nicht mehr sieht. Wenn sich das irgendwo vielleicht mal versteckt oder so. Ich finde es sehr gut, dass es gerade regnet. Also nicht so, weil meine Frisur dann danach nicht mehr so sitzt und ich dann wahrscheinlich noch mehr erkältet bin, als ich es jetzt in Real schon bin. Aber grundsätzlich finde ich es sehr gut, wenn es hier im Spiel regnet, weil dann brauchen wir uns um die Felder nicht zu kümmern. So, Erntekorb. Moment, wo habe ich das gerade gesehen? Bin ich jetzt doof? Achso, ich stehe drauf. So, sehr schön. Zwiebeln. Trick 17 funktioniert. Ich habe da. Die ist zu jung. Nein. Ach komm. Die können nicht zu jung sein. Ich brauche doch ein paar fürs Essen. War das beim letzten Mal hier auch schon so? Das sind die Sandsteine, oder? Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Ja, genau. Und wie viel brauchte der nochmal, hat er gesagt, bis er uns dann neue Samen dann geben würde? 50 oder? Weil dann würde ich die nämlich direkt mitnehmen, ja? Kann ja nochmal kurz gucken. Moment, koche deine ersten Sandstein. Genau, 50 Stück. Okay. Wir machen uns mal erstmal hier noch ein Sternchen rein. So. Und dann haben wir 42. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Aber wird knapp, ne? 45. Hier haben wir noch zwei, glaube ich. 47. Haben wir noch Zwiebeln irgendwo hier in der Nähe? Die können wir nicht nehmen. Ach, wir haben so viele unterwegs, glaube ich, mal gesehen. Naja, vieles relativ. Aber wir haben auf jeden Fall einige gesehen. Und ganz ehrlich, ich habe natürlich wieder nicht drauf geachtet. So, die paar nehmen wir jetzt noch eben hier mit. Ich weiß ja nicht, wofür ich eventuell nochmal Sandstein brauche. Hallo, wieso willst du das nicht? Ah, jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob der sich hier versteckt. Braucht noch 2 Tage zum Keimen. Okay. Oh, was habe ich denn da jetzt bekommen? Das war die, die wir eben probiert haben. Was? Noch zu jung? Ja gut, dann haben wir aber zumindest schon mal ein paar Zwiebeln. Was haben wir denn hier? 2 Zwiebeln. Ich hoffe, wir brauchen nur eine pro Gericht. Mit dem wir schon mal kochen können. Warum jetzt gerade da unten Zwiebeln wachsen, das fragt mich jetzt bitte nicht. Gut, aber ich bin ja schon froh, dass es überhaupt hier irgendwo ein paar Zwiebeln gibt, bevor man hier nämlich das Problem hat, so wie ich das habe. Bin ich denn jetzt hier ein bisschen oberhalb von meinem. Und werde da nämlich gar keine Zwiebel ernten können. Was ist mit den Büschen? Wann werden die denn. Ach so, nicht in dieser Jahreszeit, das war das genau. Okay, wobei ich nicht genau weiß, was haben wir denn überhaupt? Sommer. Wieso kommen die nicht im Sommer? Also hier unten sieht man. Oh, hier sieht man ja, wenn man nicht zu hoch geht, dass wir Sommer haben. Gut, es regnet. Das dauert noch ein bisschen. Die sind schon ein bisschen länger. Ich würde sagen, den Erntekorb nehmen wir lieber mit, oder? Falls wir unterwegs nochmal irgendetwas finden sollten, glaube ich, ist das vielleicht besser. So, du bist, glaube ich, das. Sandstein nehmen wir auf jeden Fall mit. Der geht dann ja gleich weg oder zumindest ein Teil davon. Den Korb. Ja, wobei den Korb können wir auch links lassen, ne, eigentlich. So, Zwiebeln. Zwiebeln brauchen wir nicht mitzunehmen, aber wir müssen was kochen. So, ich habe gesagt, mit V, genau, mit V können wir kochen.
gekochtes. Bratkartoffeln. Genau, eine Zwiebel brauchen wir dafür. Das ist sehr gut. Sehr schön. Ah, jetzt ist auch hier unten das Häkchen, ne? Gut, da wir jetzt wissen, wenn wir irgendetwas machen sollen, ich gehe mal hier aus dem Korb raus, wenn wir irgendetwas wissen sollen, dann sollen wir das ja meistens zeigen. Da war ich ja am Anfang noch so ein bisschen verwirrt und habe das nicht mehr so im Kopf gehabt. Macht aber nichts, ich lerne aus Fehlern, meistens zumindest. Bei Männern vielleicht nicht immer, aber bei allen anderen eigentlich schon. Achso, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist er denn eigentlich? Er steht vorm Feld. Okay, ich hoffe, er bleibt noch eine Weile da. Guckt sich das schöne Wetter an. Genießt die Regentropfen. Wahrscheinlich hat er sich gesagt, naja, wenn es gerade regnet, ist doch wunderbar. Brauche ich mir nichts zu trinken holen. Stelle ich mich einfach dahin, halte die Zunge raus oder so. Moment, ich habe doch jetzt den Erntekorb dabei. Ach, Mist. Schade. War ich gerade noch hier unten? Ah, nee, ein bisschen tiefer jetzt. Okay. Überraschung. Hallo. Schau, ich habe hier etwas für dich. Wow, das war wirklich eindrucksvoll. Ich hätte nie gedacht... Achso, Moment. Wie, ich habe hier etwas für dich. Ja, was hat er denn? Ich sag mal, ich hätte nie gedacht, dass Magie in dir steckt. Genau. Das war unglaublich. Und doch habe ich es getan. Ich denke, ich soll Essen machen. Wieso fangen die jetzt wieder mit Magie an? Ja, das hast du. Vielleicht wirst du eines Tages ein großer Magier. Nun, wenn du alle anderen Aufgaben, die ich dir gestellt habe, bewältigt hast, bist du jetzt bereit, in die Höhlen aufzubrechen. Nein, 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 ich bin nicht bereit. Nein, 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 ich bin nicht bereit. Hier sind die Bratkartoffeln mit Ei. Etwas dunkel. Etwas dunkel, aber sie riechen wirklich lecker. Sorry, das war jetzt ein Insider. Ich habe zuletzt tatsächlich mal eine fast anbrennen lassen. Grandios. Nun kannst du dich selbst versorgen. Ich gebe dir noch einige andere Saaten und ein paar Rezepte, die du ausprobieren kannst mit. Manche der Zutaten findest du auch in der freien Natur. Wenn du eine Schaufel besitzt, was ich nicht habe, glaube ich. Ich habe nur, wenn ich mich richtig erinnere, nur dieses für die Beete. Wenn du eine Schaufel besitzt, kannst du deine Pflanzen, solange sie noch jung sind, auch umpflanzen. Oder die Samen von einem Ort zum anderen bringen. Das kann sehr nützlich sein. Eine Schaufel habe ich noch nicht gefunden. Weißt du, woher ich eine bekomme? Nein, leider nicht. Aber in Waldheim wirst du sicher eine bekommen. Dort gibt es einen Schmied und einen Schreiner. Da komme ich aber noch nicht hin. Hier habe ich auch noch etwas zum Lesen für dich. Über die Pflanzen, die ich dir bisher überlassen habe. Lies es gründlich durch. Dann kannst kaum noch Fehler beim Pflanzen dieser Sorten machen. Okay. Danke, so langsam verstehe ich das Ding mit den Pflanzen ein wenig. Oh ja, oh ja. Ich habe hier ein über 1000 Seiten dickes Buch über Pflanzen und Kräuter und ich habe nichts davon behalten, ehrlich gesagt. Aber es ist ein richtig geiles Buch. Schön, dass du dich langsam bei uns einlebst. Übrigens, wenn du Wilfried einmal eine Freude machen willst, schenke ihm eins von deinen gekochten Meisterwerken. Nein, ich dachte, ich habe jetzt endlich mal was zu essen. Er liebt Bratkartoffeln über alles. Letztens hattest du etwas über die Böden erzählt. Wie war das mit dem Wasser nochmal? Oh, oh bitte. Ich habe so eine Ahnung. Stimmt, ich wollte dir beibringen, wie du sehen kannst, ob der Boden noch feucht ist. Oder ob du mit den Eimern los musst. Das ist eigentlich schnell erklärt und mit der Zeit siehst du es mit einem Blick. Wenn du mit dem Fuß etwas in der Erde scharst und dann beobachtest, wie dunkel der Farbton gegenüber der Erde auf der Oberfläche ist, kannst du daran erkennen, wie feucht der Boden noch ist. Das habe ich vorher auch schon gewusst. So einfach ist das? Gut, ich probiere das gleich aus. Du hast gelernt, die Feuchtigkeit des Bodens zu bestimmen. Ja, du hast gelernt, den Wasserstand des Bodens zu erkennen. Wirklich? Aber ja gut, wahrscheinlich, weil ich hier noch nicht raus bin. Dein Bewusstsein hat sich erweitert, das ist immer gut. Spiegelei. Mal gucken, ob ich das noch wegbringen muss. Außerdem ist es recht nützlich, wenn du weißt, wann du deinen Boden wieder düngen musst. Achso, das gehört dazu? Um nicht unnötig Dünger zu verschwenden. Das bringe ich dir dann das nächste Mal bei. Okay, ich denke, ich bin bereit. Aber nicht für die Höhle, nur für den Dünger, ja?
Ja, das denke ich auch. Also beginnen wir. Die Unterwelt hat viele Eingänge. Scheiße. Einer davon ist ganz in der Nähe, nördlich deiner Hütte. Meine ich doch. Warum habe ich das nicht gefunden? Er ist in einem kleinen Gebäude vor den nördlichen Bergen. In einem Gebäude? Ich gebe dir jetzt den Schlüssel dafür. Ha, ich dachte, ich bin so in die Höhle gekommen. Aber auch noch ein paar Ratschläge. Die Höhlen sind voller scheußlicher Kreaturen, die versuchen werden, dich ins Dunkel zu ziehen. Das hat Wilfried auch schon gesagt. Unterbrich mich jetzt nicht. Für eine Abenteurerin wie dich sind die Höhlen eine Begegnung mit deinen Ängsten. Du wirst dort nicht nur angriffslustigen Kreaturen begegnen, sondern auch vielen anderen merkwürdigen Dingen. Spinnen? Auf dem Weg zu deiner Quelle der Magie kannst du dort die Schreine benutzen. Aber sei gewarnt, Raum und Zeit verlaufen in der Unterwelt anders. Wie meinst du das? Du wirst es selbst herausfinden müssen. Sei einfach auf alles gefasst. Vieles, was du dort tust oder auch unterlässt, kann weitreichende Folgen für die Welt haben. Da es viele Bereiche dort unten gibt, in denen es finster ist, gebe ich dir noch weitere Lichtzauber mit auf dem Weg. Danach musst du allerdings lernen, sie dir selbst zu mischen. Oh, das ist gut? Wenn der Weg nach Waldheim wieder offen ist, wirst du dort sicher Hilfe finden. Puh, das hört sich alles ganz schön düster an. Ja, und auch nach nichts, worauf ich jetzt, wo ich jetzt hin möchte. Aber das mit den Lichtzaubern ist schon mal gut, dass wir die dann auch selber lernen. Also, eigentlich haben wir ja den Lichtzauber gelernt, aber dass wir dann die selber herstellen können, so das wollte ich sagen. Ja, die Unterwelt ist ein düsterer Ort, genau wie das Unterbewusste der Menschen. Noch ein paar Worte zur Magie. Für Magie ist nicht nur die innere Kraft nötig, sondern auch ein rechtschaffendes Bewusstsein. Ansonsten wird deine innere Kraft von dämonischen Kräften verzehrt und die Ergebnisse deiner Zauber werden sich gegen dich richten. Achte also darauf, dass dein Bewusstsein ebenso wächst wie deine Magie. Du meinst, mein eigenes Licht könnte mich dann verbrennen? Ja, so in der Art. Bevor du gehst, möchte ich dir noch diesen Stein geben. Danke. Benutze ihn in deiner. Ach so, benutze ihn, um zu, vermutlich, deiner Hütte zurückzukehren. Er funktioniert beliebig oft, also. Ach, sehr schön. Also zögere nicht, ihn einzusetzen, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Oder nur nach Hause zurückkehren willst. Gilt der nur für die Hütte oder kann ich den auch hier draußen benutzen? Weil das wäre nämlich richtig geil. Ich meine, den Stein habe ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den beim letzten Mal bekommen hatte. Denk auch daran, dass du, bevor du in die Höhlen aufbrichst, genug Essen für den Winter anbaust. Es ist immer gut, einige Vorräte zu haben. Vielen Dank für deine Hilfe. Eine letzte Frage. Warum möchtest du eigentlich in die Höhlen? Ich will gar nicht da rein. Mein Charakter zwingt mich dazu. Die hat gesagt, wir werden dieses Spiel nicht weiterspielen, wenn ich nicht mit ihr in diese blöden Höhlen gehe. So. Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Forscher zu sein. Ich weiß nicht genau, aber seit ich die Magie entdeckt habe, zieht es mich dorthin. Also, Schätze finden. Nee. Also mich persönlich interessieren Schätze überhaupt nicht. Im Spiel wäre es natürlich schon cool, Schätze zu finden, weil ich dadurch wahrscheinlich dann noch Geld kriegen könnte, um halt was auch immer zu kaufen. Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Forscher zu sein. Ja, stimmt sogar irgendwie. Entweder ein Virenforscher oder ein Forscher, der so Indiana Jones mäßig rausgeht und wirklich Orte erforscht. Ich weiß nicht genau, aber seit ich die Magie entdeckt habe, zieht es mich dorthin. Nee, ich will gar nicht dahin. Also ich sag mal, als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Forscher zu sein. Du wirst nicht enttäuscht sein. Es gibt dort vieles, was du dir bisher nicht einmal in deinen Träumen vorgestellt hast. Sorry, ich war jetzt hier oben gerade ein bisschen abgelenkt. Okay, was hat er mir jetzt alles. Boah. Moment. Wissenswertes über Pflanzen, Kartoffeln. Wächst fast überall, stellt nicht allzu hohe Ansprüche. Ja, muss ich zustimmen. Kann allerdings nicht schaden, einige Nährstoffe zurückzugeben. Liebt sonnige Lage bei Temperatur. Okay. Dann haben wir Fenchel. Fenchel habe ich bisher noch nicht gefunden. Ein edles Gemüse. Oder haben wir davon?
Moment. Nee, das sind Karotten. Karottenpflanzen. Ein edles Gemüse, das hohe Ansprüche an den Boden stellt. Regelmäßiges Düngen und Wässern sind wichtig. Oha. Ach, brauche ich das vielleicht für den Lichtzauber? Fenchel braucht viel Licht und Wasser. Sie sollte nicht unterhalb vom Lehmbodenqualität angebaut werden. Oh, halt, halt, Moment. Den Rest lesen wir später. Bleib stehen. Oh ja. Ich kann das jetzt wirklich sehen. Cool. Hallo Gameplayerin, wie geht es dir? Danke für das Training. Das hat gut getan. Ich hoffe, es wird dir eines Tages etwas nützen. Es gibt natürlich auch noch andere Waffen wie Schwerter, Speere und Bögen. Aber davon verstehe ich nichts. Wenn du lernen willst, damit zu kämpfen, musst du in Waldheim nach einem Lehrer suchen. Wie kommt es eigentlich, dass du mit dem Säbel umgehen kannst? Es gab eine Zeit, da wollte ich auch in die Höhlen. Ich habe damals lange geübt, aber es kam anders und ich wurde Fürster. Glaub mir, das ist garantiert besser für dich gewesen. Ich glaube, für die Höhlen muss man geboren sein. Entweder ist es deine Bestimmung oder eben nicht. Man kann nicht einfach lernen, eine Waffe zu schwingen und denken, nun sei man ein Abenteurer. Nicht? Vielleicht hast du recht. Allerdings war ich bisher auch noch nie eine Abenteurerin. Warten wir es ab. Mein Gefühl sagt mir, dass du eine bist, auch wenn du deinen Weg verloren hast. Genau, weil ich will jetzt in die Höhlen und er hat erkannt, dass das eigentlich keine gute Idee ist. So, ich glaube, du hattest recht mit deiner Einschätzung. Du meinst, was die Abenteurerin in dir angeht? Genau, ich hatte ein irres Erlebnis. Ich habe meinen Körper zum Leuchten gebracht. Dann denke ich, wirst du nun bald in die Höhlen aufbrechen. Falls du dort antike Goldmünzen findest, würde ich mich freuen, wenn du mir eine davon mitbringst. Ich habe einst eine in Waldheim gesehen und wollte immer selbst eine besitzen. Na, einfach so? Kriege ich noch was dafür? Klar, das kann ich machen. Allerdings habe ich keine Ahnung, was mich dort erwartet. Danke. Ist ja auch nur für den Fall, dass du welche findest. Und denk daran, bevor du hinabsteigst, genug an Essbarem mitzunehmen. Wer weiß, wie lange du dort unten bist. Lang wollte ich eigentlich nicht da sein. Aber wie kann ich ihm denn jetzt das Essen eigentlich geben? Hier, ich habe heute ein Geschenk für dich. Ach, das ist schön. Ich wollte dir aber eigentlich ein Geschenk geben. Okay, ja, ich kann nur Waldmanns Sei sagen. Ich kann auch nicht mal Danke sagen. Okay, ja, kein Thema. Hat er mir aber auch nicht gegeben, ne? Sondern Wissenswertes über Pflanzen, Blaubeeren. Ich mach das mal weg. Mal gucken, ob er mir das jetzt nochmal gibt. So ein fieser Matsch, ja, finde ich auch. Kann ich ja was abgreifen? Du bist ja gerade so in der Arbeit. Wie geht es dir? Oder hat er mir das doch gegeben? Aber wenn ja, was hat er mir denn dann gegeben? Das ist der Stein hier, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich stehe gerade so gedanklich ein bisschen im Regen, wie ich jetzt gerade auch hier im Regen stehe. Ich habe es nicht mitbekommen, was er mir gegeben hat. Keine Ahnung. Zwiebeln. Wir haben... Ach nee, wir haben keine Zwiebeln bekommen. Wir haben den Text über Zwiebeln bekommen. Wächst schnell und verbraucht die Nährstoffe im Boden nur langsam. Liebt Sonne, braucht nur mäßig Wasser. Ach so. Okay, hätte ich das vorher gewusst. Das ist auch ein Rezept, ne? Kornriegel mit Blaubeeren gelernt. Okay. Ah, wenn ich das so schnell anklicke, zeigt er mir nicht an, was es ist. Na? Fenchel-Kartoffelauflauf. Nee, dann sind die Fenchel, oder ist die Fenchel, wie auch immer, doch fürs Essen gedacht. Gemüsesuppe. Sehr schön. Wissenswertes über Karotten. Wachsen schnell, sind kleine Starkzehrer. Ja, das habe ich gemerkt. Gelegentliches Düngen und Wässern genügt. Sie lieben das Licht und gedeihen auch gut auf Sandböden. Okay. Na gut. Also muss ich mal eben schauen. Muss ich wieder nach oben, ne? Ja. Ach, ich wollte bei ihm doch eigentlich den Sandstein abgeben. Wieso hat er das noch nicht angenommen? Halt, stopp. Schön, dich zu sehen. Nein. Also ja. Schön, auch dich zu sehen. Aber,
Nein, jetzt sag mir nicht, ich kann das nicht mehr machen. Hä? Wieso darf ich dir den Sandstein nicht mehr geben? Ich habe den jetzt extra dabei. Böser Kian. Ah, jetzt zeigt er das an. Hier, seht ihr das hier unten? Ihr seht es nicht, weil ich ständig mit der Maus so hoch bin. Aber hier dieses Blaue. Da zeigt er mir nämlich an, wie viel Wasser jetzt im Boden drin ist. Und ich hatte ja schon mal gesagt, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, ich hatte mir das extra aufgeschrieben mit denen. Links die 3, da zeigt er dann an, ob das, genau, ob das guter Boden ist. Also ob der gut gedüngt ist, so wie ich das verstanden habe. Es wird dann hier links nachher angezeigt. Das finde ich sehr, sehr gut, dass das jetzt automatisch kommt. Vor allen Dingen, ich kann jetzt einfach so hier, ne, egal wo ich stehe, immer so da drauf gehen. Und dann sagt er mir, was das für ein Boden ist. Anforderungen, Temperatur, weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Aber wie viel Wasser im Boden ist. Ja gut, das würde ich jetzt unten auch sehen. Wie viel Nährstoffe drin sind. Dass das Lehmboden ist. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ne. Was das für ein Boden ist, Lehm oder Sand. Ich finde das gut. Ich finde das sehr, sehr gut. Okay, dann machen wir die Sachen jetzt erstmal eben hier rein, weil wir müssen ja erstmal ein bisschen Platz machen hier, ne? Kornriegel. Gemüsesuppe. Ich kann ja jetzt nicht alles hier mitnehmen. Die Sachen tue ich nach unten. Ja, den Sandstein, den tue ich jetzt erstmal wieder rein. Jetzt habe ich den extra geholt. Bratkartoffeln. Bratkartoffeln würde ich jetzt erstmal... Aber dann unten, Moment, dann tue ich das nach unten in die Kiste rein. So, das sind die Lichtzauber, das kommt auch nach unten. Ja, kommt eigentlich jetzt alles nach unten, ne? Weil hier unten habe ich mir jetzt gedacht, da mache ich mir jetzt so eine Kiste wirklich fürs Essen, sage ich mal. Ach, das ist das Moment, das ist das Rezept. Formel Licht gelernt. Ah, und ich habe mich schon gewundert, warum das so anders aussieht. Haha. Ach nee, das war, glaube ich, Gras oder so, ne? Ja, ja, Wiese, genau. Moment, wo haben wir denn hier? Das waren die Blaubeeren. Ich würde die jetzt gerne alle so ein bisschen hier einpflanzen. Obwohl die Blaubeeren... Das müssten doch eigentlich Büsche sein, oder? Moment, die nehme ich nochmal eben mit raus. Das würde ich gerne reinmachen. So. Ich habe doch... Achso, hier, genau. Dann nehme ich das nämlich mit, weil das können wir ihm vielleicht dann doch noch irgendwie geben oder so. Keine Ahnung. Das Essen lasse ich auch mal hier. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil den Schlüssel brauchen wir ja. Und den Stein... Ja. Ich würde sagen, den Stein setzen wir mal ganz nach hier, weil den nehme ich am besten immer mit. Das wäre, glaube ich, am besten. So, dann ist jetzt die Frage, kann ich jetzt, ganz blöd gesagt, den Lichtzauber, das ist der Dünger. Ich denke mal nicht, dass ich den jetzt hier lernen kann. Ne? Ich versuche das mal eben an der Kugel gleich. Ja, Inventar sollte ich auch zumachen. Nicht? Moment. Bücher. Notiz. Achso, das sind nur die, die wir eingesammelt haben, oder sind das auch die... Hier. Ach so, Geschenke. Ach. Ja, toll. Dann hätten wir ihnen das doch geben können. Na toll. Hätte ich das jetzt vorher gesehen hier. Aber da ist nur Nebenraum, alten Zaun, Huges Hütte, Lupe. Wie mache ich das jetzt mit dem Lichtzauber? Ich würde sagen, da die Folge sowieso jetzt bald zu Ende ist, dass ich da mal in Ruhe in der Hilfedatei nachgucken werde. Jetzt ist der nicht... Achso, ich habe sowieso jetzt die Bratkartoffeln nicht dabei, ne? Ah! Ja, bis wir da sind, ist der eh am Schlafen, nehme ich mal an. Ach, das ist doch doof. Moment, wie war das denn mit den Blaubeeren? Wachsen an Büschen, können mehrmals geerntet werden. Das ist nämlich das, was ich meine.
Sie brauchen ab und zu Dünger und lieben viel Sonne. Sonne, also einfach nur Sonne und Wasser, okay. Wieso? Wieso zeigt er mir jetzt hier nicht mehr das an? Weil das mein eigener Bereich ist oder wieso? Naja gut, Sonne sehe ich jetzt nicht. Ich sehe jetzt nur die Temperatur. Ja doch, Sonne 54. Könnte ich theoretischerweise überall hinstellen, ne? Also vielleicht hier oben. Mache ich die jetzt dahin oder mache ich die jetzt? Ja, komm. Ich setze sie hier hin. Ja, da ist vielleicht ein bisschen. Hier wächst schon was. Ja, da mach's doch weg. Ist noch zu jung, um geerntet zu werden. Ja, natürlich. Okay. Die Frage ist jetzt, Boden, Wasser ist noch genug drin. Ja gut, Nährstoffe im Boden sind nicht mehr so viel drin. Schauen wir mal eben, dass wir... Ach so, damit machen wir das. Dass wir einmal Dünger machen. Oder vielleicht auch zweimal. So, dann nehmen wir den. Düngen wir hier überall nochmal so ein bisschen. So. Jetzt ist es wieder voll. Sehr schön. Ah, die anderen ziehen auch ganz schön viel, ne? Ah. Lassen wir aber noch so. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal so. Dann machen wir die Blaubeeren erstmal wieder hier rein. Den Dünger können wir auch direkt mal mit hier reinmachen. So, mal ein bisschen sortieren hier. Den Schlüssel, den können wir eigentlich jetzt mal eben benutzen, würde ich sagen. Das war das die Hütte hier? Nee, das war hier oben die Hütte, ne? Genau. Obwohl, andererseits, den können wir auch mitnehmen, wenn wir da hingehen. Wobei, die Hütte hier über mir, die ist ja auch immer noch verschlossen, ne? So, dann haben wir hier die Sachen frei. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Plätze wir brauchen. Ich habe gehört, dass wir ziemlich viele brauchen. Moment, hier war's. Nee, das ist der Zauber, den wir dabei haben. Oh, wie viele Zauber können wir denn hier auf einmal mitnehmen? Holla, die Waldfee. Okay. Ich würde gerne hier nochmal mehr Rucksäcke irgendwie kaufen. Ich schätze mal, das können wir dann in der Stadt machen. Was zu essen ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das mit dabei haben. Ich denke mal, das werden wir dann unterwegs auch recht zügig benutzen. Den Erntekorb. Ich weiß nicht, ob es in der Höhle was zum Ernten gibt. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, dass wir das so lassen, wie es jetzt ist. Der Schlüssel geht ja sowieso noch weg und bestimmt auch irgendwann nochmal das Essen. Das mit den Bratkartoffeln würde ich einfach... Ja, ja, ist ja gut. Das mit den Bratkartoffeln würde ich sagen, machen wir dann tatsächlich die nächste Folge über. Also hoffentlich. Es sei denn, es dauert zu lange, wenn wir in der Höhle sind. Dass wir das vielleicht noch hinkriegen. Oder vielleicht als erstes zu Wilfried gehen und ihm dann... Ja, das wäre vielleicht ganz gut, oder? Wenn wir die doch mitnehmen und dann als erstes zu Wilfried gehen und ihm dann da die... Bratkartoffeln geben. So, machen wir das so. So. Und das springt ja sowieso wieder raus, glaube ich, ne? Moment, Geschenke. Nee, das, also noch ist es drin. Gucken wir mal, ob es noch drin ist, wenn ich jetzt die Nacht geschlafen habe. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die Bratkartoffeln wegbringen. Dann werden wir uns mal in den Höhlen umsehen. Und ja, falls wir da noch was Zeit haben, schauen wir dann mal. Da es aber jetzt schon sehr spät ist, würde ich sagen, ich überschlafe einfach mal zwei Nächte, damit wir dann auch wirklich top ausgeruht sind. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen.
Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!